und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News. Ja, ja, gestern ist ja die Fahrschule rausgekommen für den ATS und für den ITS 2. War ja sehr überraschend, dass sie das einfach mal so auf die Schnelle raushauen und dass er eine eigenständige ITS 2 und ATS-Version ist, also in dem Fall die 1.52, war ich auch ein bisschen überrascht, denn wir hatten ja eigentlich erst ein Update, ne? Und die ganze Community ist so ein bisschen wieder gespalten. Na, was ist denn mit den ganzen Mods? Da gehen wieder einige Mods wieder nicht mehr und. Es wurde hier in dem Fall bei der 1.52 geht es eigentlich nur um diese Fahrschule, also es ist eigentlich nur ein Map-Teil, einfach nur ein Gelände, wo man dann diese Sachen machen kann, diese Driving Academy, die man da absolvieren kann. Deshalb glaube ich jetzt mal nicht, dass zwingend was an irgendwelchen Mods geändert werden muss, außer natürlich die Manifest, wenn man das, also die Kompatibilitätsmodus, also wenn du auf 1.51 hast, also wieder auf 1.52 läuft, ne, meistens in der, im Manifest muss man das ändern. Also ich glaube, da wird nicht allzu viel Arbeit sein für den einen oder anderen im Modder, hoffen wir, aber zumindest ist das, was ich euch jetzt mal so mitgeben kann. Natürlich, die Pro-Mods-Log ist auch schon geupdatet worden. Ich muss mir das jetzt noch runterladen für die 1.52. Was ich jetzt hier natürlich ganz cool finde, dass das Pro-Mods-Team gesagt hat, pass auf, wenn jetzt schon das Update da ist, dann machen wir in Georgien, machen wir gleich nochmal zwei Städte mit rein, die ballern wir einfach mit rein. Finde ich soweit gut, weil ihr seht selber, letztes Update war am 24. September und jetzt sind wir am 16. Oktober, nicht mal einen Monat alt. Aber immerhin bringen wir jetzt hier schon mal zwei Städte nochmal on top mit rein in Georgien und das finde ich eigentlich soweit schon mal ganz cool. Was auch überraschend war, dass das alles gestern schon relativ geupdatet worden ist, hier von ProMods und natürlich auch von Krakas MP in dem Fall. Ne? Also hier sieht es, kann man schwer erkennen, 1.52, hier steht es nochmal, ist es natürlich geupdatet worden, könnt ihr dann dementsprechend auch nutzen. Und ihr könnt hier anhand meiner Karte oder der Map sehen, es ist schon wieder ein Tohu Wabuhu, wie ich immer so schön sage. Ne? Hier Duisburg-Calais, ihr seht selber, da ist einfach nur Chaos. Es hört niemals auf, meine Damen und Herren. Du kannst machen, was du willst. Duisburg-Calais wird immer die Hölle sein. Ne? Also das mal so zu dir. Guckt euch die Schleife an. Wie so ein Ameisenhaufen. Heftig, oder? Und auf der restlichen Karte ist so ein bisschen so, naja, immer ein bisschen Verkehr, da mal ein bisschen. Aber halt nicht das, was man hier in Duisburg-Calais erwartet. Ne? Ich glaube, das wird immer bleiben. Egal. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach gut, dass es geupdatet worden ist, dass Trakas MP auch da gestern gleich am Ball war und hat gedacht, komm, wir hauen hier das Update raus, dann können die Leute wieder fahren und weil sich einfach an der Map an sich ja so nichts verändert hat, sondern ist ein separater Baustein, so nenne ich es jetzt einfach mal, und da funktioniert das Ganze erstmal soweit ganz gut. Also, das mal so als Info am Rande, viele haben es noch nicht mitgekriegt, ich bin schon gefragt worden heute, geht es ob die Promos geht? Klar, guckt immer mal ein bisschen aufs Forum oder die haben ja auch einen Blog, dementsprechend auch weiß nicht, wo die noch überall vertreten sind, Facebook, Twitter, weiß der Kuckuck, einfach folgen den Ganzen und dann genauso wie bei Trakas MP, dann seht ihr, okay, Update ist dann da. In dem Fall jetzt für die Pro-Mods, für die 1.52 und natürlich für Trakas MP. RPM bin ich natürlich auch gefragt worden, ja, RPM ist jetzt natürlich doof. Ja, dauert jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen. Ich kann aber mal anfragen, ob die Möglichkeit besteht, ob sie da nicht so ein Fix-Update raus können, ja? Dass einfach die Map einfach für die 1.52 läuft und dann mal schauen, was sie dann dazu sagen oder schreiben. Ich werde mal dementsprechend an Nico schreiben, mal gucken, was er sagt. Ihr wisst jetzt erstmal Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Restabend und dann würde ich sagen, viel Spaß bei ProMods Trakas MP oder in dem Fall bei der Fahrschule vom, hier vom STS Software. In diesem Sinne, schönen Abend, macht's gut, bis bald und adios.